Was geht, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf Urbex Inc. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, wieder auf Tour mit dem Erik. Und wir befinden uns quasi mitten im Chaos. Also das totale Chaos. Absolut. Aber ich denke mal, wir werden hier noch das ein oder andere Interessante noch sehen können. Und ich würde sagen, los geht's. So, also wir sind jetzt hier erstmal im Innenhof. Wir waren gerade schon mal drinnen gewesen. Es ist sehr chaotisch, auf jeden Fall. Aber es gibt noch einiges zu sehen. Es ist so ein kleines Häuschen. Ja, mitten an der Landstraße. Also direkt da vorne. Huschen die ganze Zeit die Autos vorbei. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Also, hier haben die nur Steine gelagert. Ja, ich weiß nicht wofür. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mal anbauen wollten oder sonst irgendwas. Aber hier liegt so viel Krempel rum, Leute. Also, du musst echt aufpassen, wo du hinläufst. Ja. Aber wir hatten ja hier schon was Cooles gesehen, ne? Die Ecke rum hier. Schaut mal hier. Hier ist sogar noch ein altes Auto. So ein alter Fiat. Punto, ne? Punto oder wie hieß diese eine? Ich weiß es gar nicht mehr so. Auf jeden Fall schon ja, komplett zerpflückt. Bis auf den Motor, den haben wir noch hier drin. Aber sonst eigentlich auch nichts. So. So, das Fiat Auslieferungszustand, oder? Ist Fiat Auslieferungszustand, doch, man muss immer was dran machen. Ja, hier liegen auch jede Menge so Rollerhelmfächer. Ja, guck mal da, und etliche Kühlschränke. Da, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, hier haben Leute auch einfach ihren Müll einzuholen. Ja, glaube ich auch, weil so viele Roller, ich sehe da keinen Roller, aber so viele Helmfächer. Ich weiß nicht, wohin damit, schmeiß ich mal. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Scheiße, was ist das denn? Also, ihr seht's ja. Guck mal, noch eingepackte Fliesen. Eingepackte Fliesen noch, tatsächlich, ne? Ja. Brauchst du noch ein paar Fliesen? Ich, ne. Ne? Ich finde Fliesen nicht so geil. Ich glaube, wenn ich ein Haus bauen würde, würde ich auch nirgendwo Fliesen machen, eher dann so Feinstein oder so. Ja, tatsächlich. Weil Fliesen sind halt irgendwie nicht mehr geil. Hey, hier steht noch so ein altes Fahrrad rum. Alter Schaltkasten. Und ja. Brauchst du noch Lattenrost oder so? Nee, die sind aber ziemlich oldschool, ne? Ja. Das sind die, wo man als Kind immer gut drauf hat. Ja, da hat er wohl recht. So, gucken wir mal hier in den Kabuff rein. Hier hast du noch alte Faxgeräte. Was ist denn das? Hier sind Dachziegeln. Jede Menge, eingepackt auch noch. Was ist das? Guck mal hier, so Fliesenleisten. Ja, vielleicht wollten die irgendwann mal das Haus wieder in Ordnung bringen. Ja, aber mehr als Zwischenlager ging wohl nicht, ne? Ja, ich meine, irgendwann gibt's halt mal auch auf, ne? Ja. Dann merkst du so, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ja, das ist korrekt. Ja, und hier aber halt, ja. Obwohl, so viele sind das auch nicht. Wenn du jetzt hier das ganze Haus deckst, quasi. Ja gut, das ist ja nicht allzu dann groß. Dann ist das ja der Verschnitt, ne? Ja. So, gehen wir mal weiter. Hier stehen noch so ein paar alte Gummistiefel rum. Und jetzt wird es halt lustig sein. Also, wenn ihr schon da durchguckt, das ist einfach das blanke Chaos. Was haben wir hier? Was ist denn das? Eine alte elektronische Schreibmaschine, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ja, guck mal, sieht so aus. Ja, ich so. Boah, hier ist es so eng. Ja, hier das alte Badezimmer. Und ja. Schön lecker noch mit den Fliegen da dran. Also Katze hatten sie auch. Guck mal hier, das sind die Fliesen aus dem Badezimmer, die da liegen. Ja, tatsächlich. Hier ist das Muster wieder drauf. Und überall Spinnenweben. Boah. Warte, hier liegt eine Zeitung. Erst mal gucken, von wann die ist. Die ist von 2014. Noch 80 Cent für die Zeitung. Ist aber noch. Ja, gut. Ja, das sind 10 Jahre jetzt. Ne? Also der erste Anhaltspunkt sind so 10 Jahre.
Ist so das, da ist auch noch eine. Da ist auch noch eine Zeitung, die ist auch von 2014. Ja. Ja, und hier ist alles komplett zerwühlt, ne? Also komplett. Aber es sind so viele kleine Details hier drin. Ne? Guck mal, da Theke. Ach, das ist die Küche. Küche. Und hier ist so ein kleines Puppenhäuschen. Also das ist auf jeden Fall selbst gemacht. Ja, guck mal, wir haben auch so kleine Fliesen dran geklebt. Und die Tür, das funktioniert alles. Mann. Hier. Was Spindeln ja, ist nicht schlimm. Dafür habe ich mir heute mal meine Handschuhe angezogen. Also ich habe diese Handschuhe, keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Und ich glaube, heute trage ich sie zum zweiten Mal. Ja. Also, hier jede Menge so Garn. Hier noch ein komplettes Paket. Hast du hier Garn. Und irgendwelche so. Ja. Ich meine, wir brauchen Garn in der Küche, das ist auch sehr random. Guck mal, hier hast du noch einen alten Film. Hä? Kennen die wenigsten von euch bestimmt noch, ne? Bei uns war das früher Standard. Wenn du da deine Fotos sehen wolltest, musstest du erstmal zum Fotoladen gehen und deine Fotos entwickeln lassen. So, das. Ja, hier, wie gesagt, die Küche. Steht auch noch alles drin. Bisschen Besteck ist noch da. Oh, hier ist ein Kalender von 2013 noch. Boah, hier ist ja alles komplett. Komplett. Ach, guck mal hier. Hobby. Ach, die haben ganz viele Puzzles gemacht, ne? Ja. Guck mal hier. Alles Puzzles und dann mit diesem Puzzlekleber wahrscheinlich zusammengeklebt. Langweilig. Ja gut, das ist, da fühle ich mich fast wieder wie im Urlaub. Ne? Also ich bin ja gerne in Österreich. Ja, das auch. Und ja, ich mag es halt, ne? Diese Berglandschaften und so. Ja, ist auch geil. Aber. So, hier noch der Esstisch. Was haben wir hier? Fotoschule. Schaut mal hier. Neue Fotoschule. Ach, das ist natürlich sehr cool, ne? Das sind die Blendeneinstellungen, die Verschlusszeiten. Aber das ist nicht schlecht, ne? Also du hast hier eine komplette Anleitung, wie du was am besten zu fotografieren hast. Finde ich natürlich sehr cool. Ja, hat er noch so ein Buch, Gebrauchsfotografie. Ja. Also sehr coole Sache. Ja, hast du das auch, ne? Ja, komplett. Ach, guck mal hier. Mit so ganz alten Dingern, hast du das gesehen? Guck mal. Ja, krass. So ganz alte Kameras. Hier noch ein Lexikon. Also es ist wirklich sehr klein hier, ne? Aber ey, so viele Sachen drin. Ne? Was haben wir denn hier alles? Das ist aber auch von Kunstgegenständen alles. Ja, nicht nur, nee. Da ist alles drin. Ne? Krass. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Oh. Ich stehe hier auch so. Gut. Da liegen denn 1000 Schrauben auf dem Boden. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal hier. Hier das kleine Händchen. Was ist denn das? Ja, irgend so ein. Ey, das fühlt sich gerade an. Kennt ihr das als Kind noch, wenn du irgendwo hingekommen bist und es gab so viele Sachen, du musst alles anpacken und angucken. So fühlt sich das gerade an. Auch hier, das war hier so diese alte Babywiege noch. Hier so Puppen, so ein Buch über Puppen. Also ich mag diese Puppen nicht, ne? Die haben immer so, ja, was gruselig. Weißt du noch, damals meine Mom, die hatte doch auch die Vitrine mit diesen ganzen Porzellanpuppen im Wohnzimmer. Ja. Kannst du doch, ja? Boah, und ich hab's gehasst, ne? Wenn es dunkel war und er gewittert hat abends, ey, und an dieser Vitrine vorbeizugehen, das war einmal so spooky, ey. Was ist das hier? Ach, guck mal hier. Handwerk. Aha. Handwerk, gut. Aha. 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 Aber altes Handwerk, ne? Ja, Handwerk. Ja, so richtig Handwerk. So nicht Industrie. Nicht Industrie. Ja, krass, Leute. Also, ihr merkt ja selbst, ich stehe hier auf dem Punkt
Und es gibt einfach so viele Sachen zu sehen. Auch wenn wir auch Metall verarbeiten, gucken wir hier so eine Pulsmaschine. Tatsächlich, ja. Nee, Feinbohrwerk steht da. Feinbohrwerk sieht aber aus wie so eine Fräse, ne? Eben. Ja, vielleicht wurde das damals noch anders genannt. Das kann natürlich sein, ne? So, also hier auf der Seite komme ich tatsächlich schon gar nicht mehr durch. Ihr seht ja, was hier alles ist. Hier ist noch so ein alter Subwoofer. Ein Ball. Also ich kann es teilweise gar nicht alles erkennen, was das alles ist. Oh. Ja, pass auf mit dem Kuh da. Ja, und du hast die Schuhe nicht an, ne? Ja. Ist durchgekommen? Ja. Oh, ist das jetzt in den Fuß reingegangen? Ja. Nein. Ja, also denk dran, vernünftige Schuhe anziehen oder ein Gehirn dabei haben. Ja, wir dachten halt, kleine Location und da kommen die Schuhe brauchen sich an. Ich hab sie zum Glück an. Und jetzt... Hast du ein Loch im Schuh? Ja, geil. Ja, das ist doof. Die fangen an zu quietschen irgendwann allerdings, ne? Während die Schuhe? Ja, ja. Dann ziehen die Luft und so. Ja, scheiß doch drauf. Und das ist so, aber der Erik hat hier noch was Cooles gefunden. Also die waren echt so ein bisschen fotoaffin, glaube ich, ne? Guckt euch das mal an. Boah, das wäre ja cool, wenn wir so ein altes Ding hier noch finden würden, ne? Ja. Das wäre echt cool. Krass. Leute, ich habe hier gerade noch alte Fotos gefunden. Also die werde ich verpixeln, aber man sieht hier die Leute, die vielleicht hier gelebt haben, in Karnevalskostümen. So, hier ist noch eins. Ja, das war eine Karnevalsfeier, hier auch. So einmal als Clown, dann als Cowboy. Ja, du hast doch hier so viel. Ich habe auch Kassetten. Die Sommerschlager. Das? Scheiße. Was ist das? Da wäre ich auch gestorben. Hä? Okay. Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Ach. Ach, ein alter Projektor. Ach, krass, Mann. Ich hab auch total verwirrt, was ist das denn? Oh, aber guck mal, oben müssen wir aufpassen, ne? Da hinten kommt die Decke schon runter. Da ist noch so ein Klappbett. Oh. Aber, guck mal, was ist das? Also so viele Sachen hier. Ey, ich hab hier so eine alte, guck mal. Also hier waren bestimmt mal alte Kameras vorhanden. Guck mal hier. Das ist noch von einer alten Sigma. Die Tasche. Guck. Ja. Ja, ich wette aber, dass die Sachen leider mitgenommen wurden. Ist auch klar. Ja. Also die hatten auf jeden Fall diese alten Kameras hier. Da kannst du sagen, was du willst. Na, guck mal hier. Hier habt ihr auch wieder so ein Puppenhäuschen. So ein kleines. Das ist richtig mit so Kaufladen. Kleinen, so, wie so ein kleiner Kaufladen. Was ist das? Soll das Käse sein? Ich weiß nicht. Aber bestimmt so kaufladenmäßig. Ja, ich glaube auch. Ist dann da irgend so ein. Ich kenne das zwar alles nicht. Lotus. Vicodore. Keine Ahnung. Ich weiß Spekulatius nicht. Bestimmt. Ja, Lotus, oder? Ja. So, hier haben wir wieder ein Bild. Muss ich auch wieder verpixeln. Und da sieht man die ganzen Leute auch beim Karnevalsfeiern. Und der eine Herr hat so eine lustige Grillschürze oder Kochschürze an mit Titten. Ja, die waren bestimmt gut am Becher, die beiden hier. Ja. Hier hast du noch so eine alte Luftpumpe. Und halt jede Menge Taschen. Ja, ich denke mal, Kameras werden hier mal gewesen sein, wurden aber dann alle entwendet. So, haben wir hier. Das alte Schlafzimmer. Oben setzt auch schon der Schimmel an, sieht man natürlich. Oh, jetzt guck ich mal irgendwie. Und man hat tatsächlich noch Wäsche in den Schränken, wa? Echt? Also hier ist jetzt nichts mehr. Da sind nur noch Kleiderbügel. Aber guck mal hier, man hat hier noch so ein paar alte Schluppen. Da so ein paar Decken. Hinten liegt wieder Garn rum. Also ich komme hier aber auch nicht großartig weiter. Ja, könntest du aber.
zu. Da ist auch nichts mehr drin. Macht keinen Sinn, im Müll rumzukommen. Nee, nicht wirklich. Also wir haben ja jetzt hier schon so viele Sachen gesehen. Da für dich. Da für mich? Extra für mich? Das kommt aber vom Herzen, ne? Hab schon. Ja, danke, Erik. Der Facharbeiter, vorbereitende Facharbeitungsprüfung, Gesellenprüfung, Meisterprüfung. Oh, so ein richtig alter Schinken, ne? Ja, ist aber nur so ein Taschenbuch. Tischler. Tischler. Habe ich gerade irgendwie gesehen. Fräser. Elektrische Maschinen. Also von allem irgendwas. Sägen. Arbeitskunde messen. Ach, nee, das stand bestimmt nicht Tischler. Weil hier geht es nur um Metall. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, Maschinenschlosser. Schauen wir uns jetzt mal die nächste Etage an. Aber ganz ehrlich, das ist auch eine ganz schön breite Treppe, die will ich auch nicht in dem Haus haben. Nee. So. Okay, oh, dieser Boden. Das hört mich voll ab. Alter. Was war denn das hier? Ja, hier stehen noch alte alte Monitore. Was hast du gefunden? Computer. Die Computer? Oder was ist das? Ach krass. Alcatel. Das war ein uraltes Handy, Mann. Ey, Wahnsinn. Ich pack mal die Tasche an. Aber hier ist irgendwas schimmelig oder so. Ja. Ja, da hinten war das auch mit dem Boden, ne? Guck mal, da stehen irgendwelche Gläser. Ja, so Einmachgläser noch. Guck mal, hier ist noch so ein altes Handy. Olympia. Was ist das denn, ey? Aber, Leute, guck mal da. Da steht noch ein alter Computer. Alte Drucker. Guck mal, ich glaube, das war die Ladestation für das Handy. Boah. Ey, da haben ja noch die Dinos mit telefoniert, Mann. Ja? Das war ein Haustelefon. Glaube ich. Ja. Ja, hat auch Kabelanschluss da. Krass. Ey, was es hier alles noch gibt. Hier so alte Ladegeräte. Krass. Das ist wirklich krass. Also das sah so unscheinbar aus, ne? Was war das hier? War das so ein Monitor-Switch oder was war das für ein Switch? Ich weiß es gar nicht. Da oben steht noch einer. Keine Ahnung. Damals war das ja alles ein bisschen komplizierter, ne? Ja. Aber da ist auf jeden Fall hier so Kindertapete oder so. Ja, aber da weißt du auch nicht, ob sie nicht nur da drunter oder auch da was. Das stimmt. Ach, krass, Leute. Ich meine, das obere Stockwerk ist eh generell, wenn das hier der Boden war, wo die gelegt haben, ist sehr ungeil. Ja. Aber vielleicht, das sieht dann mehr aus, als wäre es so ein Büro gewesen. Aber ne? Guck mal, hier war schon einer 2020. 2020 schon, ja. Also hier haben wir auch schon Löcher in dem Boden, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Interessantes. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich schieße jetzt erstmal ein paar Fotos und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben von der Location soweit alles gesehen. Wirklich klein, unscheinbar, aber doch so viel zu sehen, doch im Endeffekt. Und ja, für einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer riesig freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Die Bilder zu diesen Lost Places, die ich besuche, findet ihr immer auf meiner Facebook-Seite Urbex Inc. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!